Um zu verhindern, dass der neue Bürgermeister Besserwisser, die Stadt zerstört, tun sich ein Junge und seine Hunde, die Paw Patrol, zusammen, um die Einwohner zu retten und ihm die Macht aus den Händen zu nehmen. Nach der Geburt ihrer Jungtiere führt eine Mutterschildkröte diese zum Meer. Um jedoch ihr Ziel zu erreichen, müssen sie eine Brücke überqueren und einer der kleinen Schildkröten bleibt leider zurück. Als es der kleinen Kreatur endlich gelingt, den Asphalt wieder zu erreichen, wird sie von der Ankunft eines außer Kontrolle geratenen Lastwagens überrascht. Der Fahrer am Steuer ist abgelenkt. Als er jedoch feststellt, dass sich ein Tier auf der Straße befindet, tut er alles, um ihm auszuweichen. In dem Versuch, das Schildkrötenbaby nicht zu überfahren, verursacht der Mann einen schweren Unfall und der Lastwagen bleibt an der Brücke hängen. Gerade als er aus dem Fahrzeug fallen würde, wird der Fahrer jedoch von einem Fischer entdeckt, der die Paw Patrol um Hilfe ruft. Sofort kommen Ryder und seine Hunde an der Brücke an, um Hilfe zu leisten und als Team den Unfallort zu blockieren. Jace nutzt dann den Greifer seines Rucksacks, um sich festzuhalten und den Fahrer somit zu erreichen. Dieser ist überrascht, ihn zu sehen. Der Mann weigert sich zunächst, von einem Hund gerettet zu werden, aber Jace gibt nicht auf und schafft es schließlich, ihn gesund und munter zurück zur Brücke zu bringen. Danach bringt Ryder die Schildkröte zu ihrer Familie zurück und lobt sein Team für eine weitere erfolgreiche Rettung. Ein paar Meilen entfernt liegt Adventure City, wo Liberty, ein Straßenhund, lebt. Obwohl sie ein Straßenhund ist und keine Familie hat, wird der kleine Hund von den meisten Bewohnern sehr geliebt. Es ist Wahltag und Marty, der lokale Nachrichtenreporter, erzählt uns, dass Bürgermeister Besserwisser gewählt wurde, nachdem sich der andere Kandidat zurückgezogen hat. Da er jetzt der Einzige war, der sich um das Amt bewarb, wurde er, auch ohne die Einwilligung der Einwohner, zum Bürgermeister von Adventure City ernannt. Liberty plant, auf den Stadtplatz zu gehen, um sich die Rede des neuen Bürgermeisters anzusehen, wird aber von seinen Sicherheitskräften abgewiesen. Die Männer sagen, dass nach Besserwissers Befehl Hunde dort nicht willkommen seien. Aber Liberty findet einen anderen Weg reinzukommen, ohne dass sie es merken. In seiner Rede enthüllt der Bürgermeister die ersten Änderungen, die er in der Stadt vornehmen will und erklärt, er beabsichtige, öffentliche Räume wie Bibliotheken und Museen zu zerstören, um neue Projekte zu bauen. Außerdem werde der Hundepark zerstört. Er erklärt weiterhin, dass, wenn er mit den Veränderungen in der Stadt fertig sei, selbst die Einwohner sie nicht mehr erkennen würden. Am Ende der Veranstaltung ruft Liberty die Paw Patrol an, um ihnen zu erzählen, was passiert ist. Die Hündin sagt, sie sei ein großer Fan des Teams und erzählt ihnen, dass der Bürgermeister beabsichtigt, die gesamte Stadt zu zerstören. Entschlossen, den Bewohnern zu helfen, bittet Ryder seine Hunde, ihre Sachen zu packen, um dorthin zu gehen. Aber Chase erklärt, er werde nicht Teil dieser Mission sein. Er habe viele Traumata im Zusammenhang mit Adventure City, da er kurz nach seiner Geburt auf dessen Straßen ausgesetzt wurde. Er wurde dort von Ryder gefunden, der ihn danach zu sich nach Hause, nach Adventure Bay, brachte. Da der Junge von dem Trauma seines Freundes weiß, beschließt er, mit ihm zu sprechen und versichert ihm, dass alles in Ordnung ist, weil Chase jetzt nicht mehr allein ist. Nach einem kurzen Gespräch gelingt es ihm, Chase davon zu überzeugen, Adventure City eine weitere Chance zu geben, da die Einwohner dort dringend die Hilfe der Paw Patrol benötigen. Während Ryder fährt, haben die Hunde Spaß im Bus und genießen während der Fahrt einige Snacks. In der Zwischenzeit bricht Bürgermeister Besserwisser in das Labor von Cantor, eine brillanten Wissenschaftlerin, ein und fragt nach ihrer Wolkensaugmaschine. Er sagt, dass seine Feier mit dem dazugehörigen Feuerwerk, die an diesem Abend stattfinden sollte, wegen des Regens abgesagt wurde und er nun einen anderen Weg finden muss, das Wetter zu ändern. Die junge Frau erklärt, dass der Wolkenfänger geschaffen wurde, um Wolken zu sammeln, um diese dann im Labor zu untersuchen und nicht, um das Wetter zu kontrollieren. Besserwisser droht daraufhin, ihr Labor zu schließen, falls Cantor sich weigert, seiner Bitte nachzukommen und die junge Frau muss schließlich dann nachgeben. Sie schaltet den Wolkenfänger ein und die Maschine beginnt, den Himmel zu reinigen und Platz für einen schönen sonnigen Tag zu schaffen. Cantor verfolgt die ganze Zeit die Kapazität des Geräts über die Fernbedienung. Dann stiehlt der Bürgermeister das Gerät jedoch und erklärt, er werde es jetzt behalten. Minuten später erreicht die Paw Patrol ihr neues Hauptquartier und Ryder präsentiert den Stadtplan. An diesem Abend versammelt Besserwisser hunderte Bürger, um sich seine Feuerwerksshow anzusehen. Weil er eine super Show will, beschließt der Bürgermeister, alle Feuerwerke auf einmal anzuzünden und seine Katzen helfen ihm, die darauffolgende Katastrophe herbeizuführen. Das ausufernde Feuerwerk verursacht einen Unfall und in der Stadt beginnen quasi Bomben zu explodieren. Die Anwohner versuchen in Deckung zu gehen, um nicht getroffen zu werden und Liberty rennt weit weg und sucht nach einem Versteck. In ihrem Turm bemerkt die Paw Patrol, dass etwas nicht stimmt und entdeckt bald, dass das Feuerwerk des Bürgermeisters zu einer wunderschönen Katastrophe geworden ist. Die Gruppe muss das Feuerwerk eindämmen, bevor die Stadt niedergebrannt wird und das gesamte Team bereitet sich auf diese Mission vor. Nachdem sie ihre Kostüme angezogen haben, holen sie ihre neuen Fahrzeuge ab und machen sich schnell auf den Weg in die Stadt. Die Gruppe wird dabei jedoch von einem Stau überrascht und Liberty bittet an, ihnen zu helfen, eine Abkürzung zu finden. Mit Hilfe des Hundes erreicht die Patrouille innerhalb weniger Minuten ihr Ziel und Besserwisser ist wütend, sie zu sehen. Während Chase die Stelle umkreist, löschen Marshall und Rocky die Feuer mit ihren Wasserwerfern.
Die Sicherheitsleute entfernen den Bürgermeister aus dem großen Chaos und gehen. Nachdem er den Ort abgesteckt hat, entdeckt Chase einige Menschen, die auf dem Balkon gefangen sind und benutzt seinen Fallschirm, um dorthin zu gelangen, um ihnen zu helfen. Doch gerade als er sie erreicht, füllt sich sein Fallschirm mit Luft und zieht ihn wieder weg. Als Ryder erkennt, dass sein Freund in Gefahr ist, rennt er los, um ihm zu helfen. Marshall löscht mit seiner Wasserkanone das Feuer, das kurz davor ist, seinen Freund zu verzehren, und nachdem er gerettet wurde, helfen die Anwohner Chase nach unten. Ryder kommt zu ihm, um zu überprüfen, ob es dem Hund gut geht. Chase schämt sich für seine Leistung und ist traurig, als er feststellt, dass er der Mission fast im Weg gestanden hätte. Während er sich die Nachrichten ansieht, ist Besserwisser wütend, als er sieht, wie der Reporter die Paw Patrol preist und befiehlt seinen Untergebenen, jeden dieser Hunde loszuwerden. Am nächsten Morgen fährt Liberty mit ihrem Karren durch die Straßen und erzählt Tony, dem Besitzer des Obststandes, von dem Abenteuer, das sie am Abend zuvor erlebt hat. Der Hund erklärt, dass dies der beste Tag ihres Lebens war, weil sie sich für kurze Zeit als Teil der Paw Patrol fühlte. Bevor die Kleine geht, erzählt Tony ihr, dass der Bürgermeister neue Wege baut und rät dem Hund, sich von ihnen fernzuhalten. Selbst nach mehreren Stunden seit seinem letzten Einschalten ist der Wolkenfänger immer noch aktiv und überschreitet fast seine Kapazität. Besserwisser ist darüber jedoch nicht im geringsten besorgt und nutzt die Gelegenheit, um einen weiteren sonnigen Tag zu genießen. Cantwell versucht den Bürgermeister zu warnen, aber er befiehlt seinen Männern, sie endlich rauszuwerfen. An diesem Nachmittag ist Besserwisser mit der Einweihung seiner neuen Erfindung beschäftigt. Um dieser Stadt mehr Abenteuer zu bieten, hat der Bürgermeister Achterbahnen entworfen, an denen die U-Bahn vorbeifahren soll. Ohne die Passagiere zu warnen, befiehlt Besserwisser einer seiner Katzen, das Gleis des nächsten Zuges zu ändern, und alle Passagiere sind überrascht, als das Fahrzeug anfängt, unerwartete Kurven und Loopings zu fahren. Als der Zug die Gleise hinunterrutscht, passiert ein Unfall und die Bahn bleibt kopfüber stecken. Als der Bürgermeister sieht, dass seine neue Erfindung eine Katastrophe war, beschließt er wegzulaufen, sodass ein weiteres Problem in den Händen der Paw Patrol liegt. Die Passagiere rufen wieder Ryder und seine Freunde um Hilfe, die nicht lange brauchen, um am Ort des Geschehens anzukommen. Bevor sie überhaupt starten können, taucht Liberty in ihrem Wagen auf, um zu helfen. Rocky und Rubble werden losgeschickt, um den Zusammenbruch der Brücke zu verhindern. Sky benutzt ihren Hubschrauber, um die Schienen stabil zu halten, während der schnell trocknende Zement wirksam wird. Als nächstes wird Chase mit der Rettung der Passagiere beauftragt und rennt auf die Spitze eines Gebäudes, um eine Seilrutsche zu bauen und zum Wagen zu gelangen. Er kann jedoch nicht genug Mut zum Handeln aufbringen und steht da wie gelähmt. Sky erkennt, was passiert ist, und kontaktiert Ryder, der sie leitet, um ihren Freund zu retten und ihn wieder zu Boden zu bringen. Also wird Marshall beauftragt, ihn zu ersetzen, und er benutzt seine Feuerwehrleiter, um die Passagiere zu erreichen. Dann muss er sie überreden, runterzukommen und alle sicher da herauszuholen. Als Ryder sieht, wie traurig Chase ist, umarmt er ihn und nimmt die ganze Schuld auf sich. Der Junge wusste nicht, dass Adventure City so negative Auswirkungen auf seinen Freund haben würde, und besteht darauf, dass er geht. Jetzt, da er weiß, dass es Chase nicht gut geht, erklärt er, dass der Hund vorerst nicht an der Mission teilnehmen wird. Als Chase das hört, fühlt er sich ungerecht behandelt und ist wütend. Er rennt weg und Ryder jagt ihm nach. Chase versteckt sich jedoch zwischen den Autos und schafft es, aus ihrem Blickfeld zu verschwinden. Als die Handlanger des Bürgermeisters den Hund alleine auf der Straße sehen, erkennen sie die perfekte Gelegenheit, eines der Mitglieder der Patrouille loszuwerden. Die Gruppe sucht weiter nach ihrem Freund, bis sie seinen Halsband finden und Ryder befürchtet, dass Chase etwas Schlimmes passiert ist. In diesem Moment erscheint Liberty und schlägt der Gruppe vor, die Anwohner zu befragen, um zu sehen, ob einer von ihnen den Hund eventuell gesehen hat. In der Zwischenzeit wird Chase in einem Kofferraum zur Gehorsamsschule gebracht, wo er niemals gefunden werden würde. Als er mit seinen Zellengenossen spricht, wird ihm klar, dass das alles vom Bürgermeister eingefädelt wurde, um alle Hunde in der Stadt zu eliminieren. Unterdessen führt Liberty am anderen Ende der Stadt ihre neue Gefährten zu einem Supermarkt, in dem ihre Freundin Carmen arbeitet. Ryder fragt, ob sie den Hund auf dem Foto gesehen hat, was die Frau jedoch verneint. Sie bittet den Jungen aber, das Poster neben mehreren anderen an ihrer Wand zu kleben. Sie sagt, dass in den letzten 2 Tagen viele Hunde spurlos verschwunden sind. Als der Junge das hört, beginnt er bald zu vermuten, dass Besserwisser die Tiere gefangen nimmt. Da hat Liberty den genialen Plan, sich gefangen nehmen zu lassen, damit Ryder ihr folgen und so Chase finden kann. Während eines Interviews mit dem Bürgermeister springt sie ihm in den Schoß und sorgt für Aufruhr, nur um bemerkt und gefangen genommen zu werden. Bei der Ankunft in der Hundeschule fragt Liberty nach Chase und findet bald auch ihren Freund. Minuten später kommt die Paw Patrol an und bohrt ein großes Loch in die Wand, um die Hunde endlich zu befreien. Sofort betreten jedoch die beiden Sicherheitskräfte den Raum, um herauszufinden, was vor sich geht, und werden angegriffen. Nachdem sie zum Glück diese verrückten Menschen losgeworden sind, öffnen sie die Türen zu allen Räumen und lassen alle Hunde wieder frei. Ryder bittet den Rest der Hunde, zur Anlage zu gehen, während er und Chase anderswo Halt machen. Der Junge nimmt seinen Partner mit zu der Straße, auf der er ihn gefunden hat, und erzählt ihm, Chase sei, als er ihn zum ersten Mal sah, nur ein Welpe gewesen, der allein in der Großstadt lebte. Er wurde gerade fast überfahren, als Ryder vorbeikam und beschloss, ihn zu adoptieren. Der Junge sagt, der Grund, warum er sich für den Kleinen entschieden habe, sei der, dass er der mutigste Welpe war, den Ryder je gesehen hatte. Als der Hund diese Worte hört, fühlt er sich zuversichtlich, wieder an die Arbeit gehen zu können.
In diesem Moment saugt der Wolkenfänger seine letzte Wolke ein, bevor er für immer kaputt geht. Der Bürgermeister ist gerade dabei, eine weitere Einweihung anzukündigen, als Kendra auftaucht und versucht, die Fernbedienung zurückzuholen, um ihre Maschine zurückzubringen. Andernfalls werde eine Katastrophe eintreten. Um sie aufzuhalten, zerstört Besserwisser das Gerät und die Wissenschaftlerin rennt los, um alle zu warnen, dass sie in Gefahr seien. Sie wird jedoch vom Bürgermeister unterbrochen, der alle Warnungen von Kendra ignoriert und seinen Wachen befiehlt, sie von dort wegzubringen. Der Mann weiht schließlich den Besserwisser-Turm ein. Er erzählt, wie er auf dem größten Gebäude in Adventure City einen Turm gebaut hat und es damit zum höchsten Gebäude der Welt gemacht hat. Ganz oben befindet sich sein Büro. In diesem Moment erreicht der Wolkenfänger seine maximale Kapazität und geht vollständig kaputt, wodurch überall Wolken freigesetzt werden, was zu einem gigantischen Sturm über der Stadt führt. Jetzt, da ihre Angst wahr geworden ist, ruft Kendra Ryder an und bittet die Paw Patrol wieder um Hilfe bei der Bewältigung dieses Sturms. Liberty sieht jeden ihrer Kollegen in ihren Spezialfahrzeugen wegfahren und freut sich, das Privileg zu haben, diese Erfahrung mitzumachen. Der letzte, der das Hauptquartier verlässt, ist Ryder, der ihr kurz vor der Abreise mitteilt, dass er ein Geschenk für das neueste Mitglied seines Teams hat. Als die Hündin ihr neues Fahrzeug sieht, kann sie kaum glauben, dass sie in ihrem rostigen Karren nicht mehr benutzen muss und macht sich mit hoher Geschwindigkeit auf den Weg zu ihrem Partner. Während der Großteil des Teams seine Energie darauf verwendet, die Menschen in Sicherheit zu bringen, benutzt Sky ihren Hubschrauber, um die Maschine zu erreichen und benötigt einen Plan, um diese irgendwie zu zerstören. Minuten später sind die Straßen leer und alle in Sicherheit. Zuma entdeckt jedoch ein Fahrzeug im Wasser und bittet Liberty um Hilfe, diese Familie zu retten. Zumas Auto verwandelt sich in ein U-Boot und der Hund schafft es, die Fahrzeugtür irgendwie zu öffnen. Dann führt sie die Leute zum Rettungsboot, welches Liberty steuert. Ryder und Jace helfen den letzten Einwohnern von der Straße und ein Reporter berichtet, dass der Bürgermeister in seinem Büro oben auf dem Turm sei. Der Junge rennt los, um ihn zu retten und bittet den Hund, den Rest der Menschen in Sicherheit zu bringen. Im Büro sind die Katzen durch den Sturm bereits verzweifelt, aber Besserwisser versucht sie selbst davon zu überzeugen, dass sie drinnen wirklich sicher sind. Plötzlich taucht Ryder auf, um sie zu retten und der Strom wird unterbrochen. Der Bürgermeister weigert sich zunächst, den Jungen zu begleiten, ändert aber seine Meinung, als das Dach seines Turms vollkommen zerstört wird. Dann betritt er den Aufzug und Ryder informiert ihn, dass er die Kabel manuell lösen muss. Dann zählt er die Sekunden herunter, um den Hebel zu verriegeln und Besserwisser schließt sich den anderen Bewohnern der Stadt an. Nachdem Ryder den Bürgermeister gerettet hat, bereitet er sich auf den Abstieg vor, als der gesamte Turm zu bröckeln beginnt und auf das Dach des Gebäudes nebenan stürzt. Als Jace seinen besten Freund in Schwierigkeiten sieht, eilt er ihm zu Hilfe und wird fast von den Trümmern getroffen. Um jedoch schneller an sein Ziel zu kommen, aktiviert der Hund sein Motorrad und fährt mit hoher Geschwindigkeit das Gebäude hinauf. All dies nur, um herauszufinden, dass Ryder im Gebäude nebenan ist. Jace versucht dann, seinen Haken zu werfen, um sicher hinüberzukommen, aber der Sturm drückt das Seil nach unten und zerrt den Hund mit sich. Nachdem er sich von diesem Schrecken erholt hat, nimmt Jace all seinen Mut zusammen und springt auf die andere Seite, obwohl er weiß, dass er ernsthaft Gefahr läuft, aus gigantischer Höhe zu fallen. Zum Glück schafft er es und findet Ryder gefangen unter einem großen Betonblock. Nachdem er ihm geholfen hat, sich zu befreien, umarmen sich die beiden und der Junge sagt, er sei sehr, sehr stolz auf seinen Freund. Während sie versuchen, sicher herauszukommen, durchbricht Sky die Wolken und trifft auf den Wolkenfänger. Selbst nach all dieser Zeit spuckt die Maschine weiterhin schwere Wolken aus, die den Sturm immer weiter verschlimmern. Sie schießt ein Netz, um das Gerät einzufangen, wird aber am Ende vom Blitz getroffen und das Seil reißt. Nachdem sie ihr Flugzeug wieder stabilisiert hat, unternimmt sie einen weiteren Versuch und beschleunigt den Hubschrauber auf die Maschine zu. Sekunden vor der Kollision drückt Sky den Auswurfknopf und schafft es gerade noch rechtzeitig herauszukommen. Die Explosion zerstört das Gerät und sofort verschwinden die Wolken. Sky fällt jedoch mit hoher Geschwindigkeit vom Himmel und aktiviert dann aber ihre Antriebsdüsen, um sicher auf dem Boden zu landen. Bald darauf stürzt ihr Hubschrauber zu Boden und ist vollkommen zerstört. Als Ryder und Jace das Gebäude verlassen, versammelt sich die gesamte Paw Patrol und alle freuen sich sehr, dass es ihnen nach einer so herausfordernden Mission gut geht. Jetzt, wo die Gefahr vorüber ist, kommt die Bevölkerung aus den Gebäuden und gratuliert der Paw Patrol für ihre hervorragende Arbeit. In der Zwischenzeit versucht Bürgermeister Besserwisser zu fliehen, aber Jace erklärt, er sei verhaftet, weil er fahrlässig Menschen in Gefahr gebracht und die Hunde der Stadt gefangen genommen hat. Um seine Strafe zu umgehen, versucht der Mann wegzurennen, aber Sky aktiviert ihre Mini-Drohne und schafft es, ihn zurückzubringen. Als Dankeschön für ihre Heldentat erhält die Paw Patrol den Schlüssel zur Stadt und Ryder nutzt den besonderen Anlass, um Liberty als neues Mitglied seines Teams vorzustellen. Doch bevor er seine Rede beenden kann, wird die Paw Patrol zu einer neuen Mission gerufen, diesmal in Begleitung ihres neuen offiziellen Mitglieds. Das war's mit diesem Video. Schreibt eure Gedanken zu diesem Film gerne in die Kommentare. Und vergesst das Liken und Abonnieren nicht, das hilft uns ganz besonders. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.